Die viszeralen Faszien des Beckens stehen häufig in Konflikt mit den parietalen Faszien des Beckens, zum Beispiel mit der Fascia iliaca oder mit der Fascia des Psoas. Hier auf der linken Seite finden wir die Strukturen wie zum Beispiel das Sigmoid. Dieses Sigmoid kann durch alte Entzündungen, Adhäsionen, also Verklebungen vorweisen, die sich ungünstig auf die Fascie des Psoas oder auf die Fascie des Iliacus auswirken können und somit dann entsprechend auch wieder die Hüfte negativ beeinflussen. Beschwerden im Unterbauch hier, in dieser Zone, im linken unteren Unterbauch, werden dann häufig versucht zu kompensieren. Und diese Kompensation schafft dann eine zunehmende Belastung in die Hüfte hinein. Ich werde jetzt euch eine Technik zeigen, die genau an diese Schnittstelle geht zwischen der Faszie des Sigmoids, also dem Mesokolon Sigmoideum, und der Faszie des Psoas bzw. des Iliacus. Und in dem Zusammenhang werde ich eine direkte Technik ausüben, ja, um auch herauszufinden, in Interaktion mit meiner Patientin, ob ein Druck auf diese Faszie des Sigmoids Hüftbeschwerden auslösen kann oder verstärken kann. Ich nehme mir das Bein auf und damit es nicht so schwer für mich wird, lege ich das Bein auf mein eigenes Bein, dann kann ich gleich mit meinem eigenen Körper besser positionieren. Und jetzt lokalisiere ich mir das Sigmoid. Und das mache ich folgendermaßen. Ich nehme die Linie zwischen dem Nabel und der Spina iliaca anterior superior, drittel diese. Im mittleren Drittel von dieser Linie würden wir jetzt den Psoas finden. Und lateral des mittleren Drittels, wenn ich jetzt hier in die Tiefe eintauche, komme ich an die Faszie des Sigmoids. Wenn ich jetzt mit meinen Fingern nach medial hin einen Schub gebe, dann bin ich an der Grenze zum Psoas und zu seiner Faszie. Und wenn ich mit meinen Fingern eher nach lateral hin eintauche und dort Festigkeiten finde, dann bin ich an der Fascia iliaca. Ich kann jetzt hier über Innen- oder Außenrotation in der Hüfte, über eine verstärkte Flexion, tiefer eintauchen, gehe so tief wie möglich hinein auf die Adhäsionen oder Verklebungen, möchte sie direkt lösen. Es ist wichtig, dass man da in Interaktion bleibt mit den Patienten und nachfragt, ob es nicht Schmerz provoziert. Und kann dann aus der Beinposition wieder herausführen und dann auch entsprechend aus dem Bauchraum herausgehen. Bei Frauen denken wir zusätzlich auch immer noch an Spannungszügen, die vom Uterus auskommen können, beziehungsweise von den Bändern des Uterus, zum Beispiel bei einer Endometriose oder eben auch bei klimakterischen Beschwerden, die jetzt hier zu Verklebungen und Adhäsionen führen können, ja? Und sich dann häufig in Hüftbeschwerden äußern.